Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, in der wir den Nachfolger von Wacky Wizards spielen. Sehr berühmtes Spiel, da musste man so Tränke brauen, die Superkräfte gegeben haben. Da wurde man super klein, super groß, super stark, super dick, super gefährlich, super rot, super Flug, Nippel. Ihr wisst schon. Wir spielen Noob Smasher. Wir können Noob Spawn, das ist einer. Können dann aus einem Repertoire aus verschiedenen Waffen wählen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal diesen Taser. Können den dann tasern. Und verdienen mit dem Tasern Geld. Seht ihr? 6 Dollar verdient. Wenn ich den jetzt nochmal tase, kriege ich nochmal 6 Dollar? Aha, nee, da nur 2. Ach, weil er vielleicht schon liegt oder so, ne? Naja, das gleiche können wir mit mehreren Waffen machen. Wir können aber auch jetzt hier einen weiteren Spawn. So, jetzt haben wir 2 von 15. Jetzt kommt der hier oben aus der Luke raus. Können die nächste Waffe nehmen, zum Beispiel den Eisstrahl. Zack, und jetzt ist er vereist und wir kriegen 6. Zack, vereist. Nix. Okay. Wenn die. Ah, guck mal, hä? Ich kann sie back-to-back vereisen. Aber wenn sie einmal quasi dood sind, dann sind sie dood. Da muss ich das Ganze clearen und kann neu spawnen lassen. Aber ich kann insgesamt 15 spawnen lassen. Wir machen mal 10. Alter, jetzt kommt da echt so ein richtig dicker Ball an Noobs raus. Jetzt fallen die da alle. Hä? Ich krieg. Ach so, weil die schon Schaden gekriegt haben, habe ich schon direkt. Ey, der eine stuck da. Hallo. Junge, ey. Alle abschießen, Leute, brauchen Moneten. So, das sieht ja gut aus. Jetzt haben wir hier unser Schwert. Nehmen wir unser Schwert. Ich muss mal hier kurz mein Inventar aufräumen. So, damit das schön alles sortiert ist. Schwert, so fetzen wir die. Der hat schon alle gefetzt, das sind meine. Oha, wie viel? 48, so viel habe ich noch nie verdient. Gott, das sieht aber, das ist ja, das, also, das Schwert ist ja brutal. Außerdem sind die jetzt so, was sind die? Sieht aus wie Himbeere. Das ist Himbeersoße, was ihr da seht. Das wird Himbeereis. Das ist ein Himbeermaker, das Schwert. Das habt ihr alles doch falsch verstanden, Leute. Ich mach doch nur Eis, weil es so warm ist. Es ist doch Sommer, Leute. Ist überhaupt Sommer? Ich glaube, es ist noch nicht mal Sommer, ne? Aber es fühlt sich so an, manchmal. Auch wenn es jetzt gerade gewittert. Aber grundsätzlich, Leute. Man kann selbst als Noob spawnen. Okay, aber man kann auf jeden Fall den Raum auch wechseln. Du könntest jetzt beispielsweise für 100 Dollar... den Grinder kaufen. Zehn Noobs, wir gehen rein. Ich will das sehen. Und? Ich habe das jetzt schon fast wieder back-to-back verdient. Gott, die armen Noobs. Der eine ist auch reingesprungen. Der Spieler, ey. Okay, also man kann sehr, sehr, sehr viele neue Räume kaufen, ne? Man kann aber auch neue Noobs kaufen, zum Beispiel den sehr teuer, ey. Gast fühle ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Den Fanny würde ich gern holen. Das kostet ein Tausender. Dann holen wir uns erstmal ein neues Tool. Wir holen uns... weiß ich nicht, eine Kettensäge, let's go. Hab ich nicht genug Geld? Gott, ich bin dumm. Dann hole ich mir den Balloon. Aber der muss den Raum jetzt mal wechseln. Gehen wir nochmal zum Standardraum. Den Balloon müssen wir dann auch spawnen. Zack. Ah, jetzt habe ich ihn. Okay, jetzt haben wir hier den Balloon. Was ist das? Wie funktioniert der? Ah. Okay, ich verstehe. Man kann den dann quasi die geben. Wartet mal. Wir machen mal einen Resetter. Clear Noobs. Und jetzt spawnen wir mal alle 15 in einer dicken Kugel. So. Und dann geben wir den Balloons und dann fliegen die alle an die Luft. Kann ich denen auch Balloons geben? Das geht leider nicht bei diesem Spiel. Junge, ey, der war's da denn los. Okay, die richten sich jetzt alle auf. Warte einen Moment. Man braucht mehrere, damit die abheben, ne? Und alle fliegen. Alle in die Luft mit euch, Leute. Boah, 100. Alter, das gibt mehr Kohle, ne? Okay, das heißt, je wertvoller das Tool... Oh, der ist da durchgeglitscht, habt ihr gesehen? Je wertvoller das Item... Und der eine hat 100 Ballons, desto mehr Cash kriege ich. Junge, was ist das? Warte, jetzt aber dieses Ding. Wartet. Eingefroren in der Luft. Aber kriegt man leider kein Geld mehr, weil die schon quasi tot sind. Ja, schade. Clear. Ja, jetzt haben wir aber ein bisschen Geldprobleme tatsächlich, ne? Muss ich leider sagen. Lasst uns doch mal... Hydraulikpresse, geil. Lava Pit, geil. Giant Lüfter, geil. Mixerraum, Kanonenraum. Shrek Room, schwarzes Loch, Auto, also es gibt arschcoole Dinger. Okay, dann lass uns mal ein bisschen Geld farmen, indem wir einfach den Grinder nehmen und dann hier schön die 15 Noobs reinspawnen. Abfahrt.
Oh, es hat richtig geleckt, habt ihr es gemerkt? Junge, die verstopfen das Rohr, hallo. Hallo, es sind so viele. Hydraulikpresse, Spawn, Clear. Hallo, Clear? Ach hier, zack. Toggle Press. Ah, jetzt geht's da an. Tschüss, Bensenheimer. Okay, das ist cool. Das ist wie bei diesen Videos. Kennt ihr diese Hydraulikpressen-Videos? Die sind auch weltbekannt. Die haben dann so 700 Millionen Aufrufe und dann pressen die da eine Bowlingkugel oder so. Das machen wir jetzt auch, aber wir haben Noobs. Abfahrt. Und? Oh. Oh. Okay. Ich habe gar kein Geld bekommen, kann das sein? Habe ich Geld gekriegt? Ja, die ist noch nicht ganz runter. Jetzt. Aber weiß ich nicht. Denn ich habe kein Geld bekommen. Ich habe da nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich muss doch Geld bekommen. Ah, $2. Ah ja, das ist ein super Deal. So, Zeit für den Fatty, denke ich. Mhm. Eindeutig. Mann, es haben wieder zwei. Ist das auch ein YouTuber? Weiß ich nicht, aber das sind auf jeden Fall YouTuber. Alter, Bensenheimer wieder nicht. Bensenheimer interessiert sich wieder gerade. So, okay, den machen wir rein. Wir machen außerdem, möchte ich gern ein neues Tool. Wir changen den Raum zum Spawn, Basic. Aber neues Tool, was hohe Monster. Wir haben 3700 zur Verfügung. Eine Wasserkanone. Ein Vergrößerungsstrahl und ein Verkleinerungsstrahl. Wir holen uns den Verkleinerungsstrahl. Natürlich, klar. So, jetzt alle 15. Ich mache mal ein bisschen, dass die so ein bisschen verzögert spawnen, damit das nicht wieder so ein riesen Giant-Klumpen ist, der stecken bleibt. Oh, es leckt übel. Ach, du heilige Mamba-Kachamba, ey. Aber wir haben den Verkleinerungsstrahl, keine Sorge. Es leckt richtig. Ich kann den Ball... Hä? Hä? Ich kann den Bauch von denen verkleinern. Guck mal. Ha, jetzt sind sie dünn. Ich kann jedes... Ich kann jedes einzelne Element verkleinern. Oh! Junge, wo ist der Kopf hingeflogen? Kann ich das auch mit dem Bauch machen? Bauch auf ganz klein. Er wird immer kleiner. Seht ihr das? Immer kleiner. Immer kleiner. Junge, er hat diese Wespenteile, oder wie man das nennt. Also er hat im Grunde gar keine Teile, er hat keinen Bauch mehr, aber... Weiß ich nicht. Einfach Bodybuilder geworden. Ich will ihn so ganz dünne Spaghetti-Beine machen. Oh! Oh Gott! Das war zu viel. Aber damit verdient man übelst Cash. Guck mal, 600, 700, 800. Das war eine übelste Kombo, man... Ah, ich combo das, weil ich immer wieder schieße. Oh Gott, ich kann das auch gedrückt halten. Doch nicht. Ah, das hat einen Cooldown. Ich muss es nicht spammen. Okay, ich verstehe. Mach nochmal den Kopf klein. Das fand ich auch übel lustig. Und tschüss. Was passiert, wenn wir ihm so ganz kleine Füße geben? Aber so gleichmäßig, wisst ihr? Rechts, links, rechts, links. Rechts. Oh! Wo ist er hin? Kann ich die Dinger nicht kaputt machen? Kann ich die auch kleiner machen? Nee, das wäre cool gewesen. Was kriege ich denn für... Ach, Lava-Pit. Der ist reingefallen. Wir machen immer ein bisschen Verzögerung. Das sind dicke Brummer, Leute. Dicke Bodybuilder. Da müssen wir ein bisschen Platz schaffen, das Tier. Oh Gott. Da kommen sie. Ja, aber die fliegen ja alle auf dieses Ding. Das ist doch nicht Teil des Plans. Sie sollen ins Lava reinfliegen. Hallo. Fliegen sie in die Lava rein. Kuckuck. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich die reinschieben? Tschüss. Tschüssi. Hauen sie rein. Tschüssi. Mann, jetzt gehen wir. Ja, die sind natürlich auch sehr stämmig so, ne? Die jetzt da reinzuschieben, ist auch nicht so einfach. Aber, aha, was ist das hier? Ach, da kann ich auch Noobs spawnen. Okay, fast alle dead. Okay, Lava Pit war Kanu. Ach, man, das ist so teuer alles. Flame Pit, Riesenlüfter. Na, okay, ist alles geil. Aber ist auch alles sehr, sehr teuer, ne? Was haben wir denn für 10.000 für eine Waffe? Oder neue Noobs, wartet mal. Aha. Shrek. Ist sehr teuer, aber wir gehen mit Shrek, Leute. Let's go. Ist neu. Ich will mal einen Shrek spawnen. So, jetzt haben wir noch 5.500 für eine Waffe. Mhm. Spawn Noob. Kann ich da unendlich viele Noobs mit spawnen mit der Waffe? Gravity Gun ist aber auch geil, ne? Portal Gun.
auch cool. Ich habe eine Portal Gun. Shrek. Ah. Und? Ah. Ich habe einen Loop. Warte, ich habe eine Idee. Die spawnen hier, das heißt da. Und die kommen runter. Da. Geht das, dass ich jetzt so einen unendlichen Loop habe? Wir spawnen die ganzen Shrego-Madikos, ey. Eigentlich müsste das jetzt ein Loop sein. Oh, select abnormal. Es ist ein Riesenhaufen Schreck. Es ist ein Shrek-Mega-Haufen, Alter. Es ist unnormal. Und, klappt es? Es klappt perfekt, Alter. Oh mein Gott. Ey, damit kannst du doch den Server zum Crashen bringen, oder? Ist das eine unendliche Geld... Oh Gott, was habt ihr? Ich hab die Wand gesehen. Das war auch nicht normal. Es ist, denke ich, eine unendliche Geldfarm. Alter, das wird immer schneller. Kann das sein? Gott, ich denke, ich crashe jetzt die Roblox-Server jetzt damit. Das leckt doch schon übel. Das ist ja abnormal. Ja, yippie. Oh, Mann, ey. Okay, das ist schon sehr cool. Bin ich ein großer Fan von. Außerdem kriege ich da zwar unendlich Geld, aber ist so grundsätzlich mal keine schlechte Sache. So, was kommt denn als nächstes? Spawn Noob at Position. Spawn Noob. Kann ich damit unendlich Noob spawnen? Ist es das, was ich denke? Noob, zack, spawn. So, jetzt haben wir hier so ein Bottle. Ah, warte mal, hä? Enter User ID or Name. Bensenheimer. Ah, da ist er ja auch. Kann ich jetzt damit... Zählt das als normaler Noob? Ja, safe, oder? Ja, schade. Man kann nicht... Aber man kann quasi damit andere spawnen. Ich könnte damit beispielsweise jetzt auch spawnen... Ebrulein 123 heißt sie, glaube ich, oder? Oder nee, Awesome-Elina 123 heißt sie. Ich glaube, Ebrulein heißt nur Ebrulein, oder? Ebrulein. Das ist nicht Ebro. Aber das ist Elina. Ah, dann gab es Ebro wahrscheinlich nicht. Nee, das ist auch, weiß ich nicht, wer das ist. Warum sehen ihre Haare so komisch aus? Sieht aus wie eine Perücke. Ah, das ist Ebro. Sind die also riesig? Das ist, weiß ich nicht, wer das ist. Das ist wahrscheinlich Ebrulein 123. Das ist. Okay. Lass mal überlegen. Ey, warte. Ich hab eine Idee. Wer heißt Banks? Welcher von euch Stinkern heißt Banks? Das ist Banks! Wo ist mein Baseballschläger? Den mache ich fertig. Komm her, Banks. Kann nur einen Banks geben. Ich! Oh Gott, es tut mir leid, Elina. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte Banks erwischen. Zack. Weg. Oh nein, ich habe mir selbst eine Arme abgeschnitten. Hilfe. Weil ich sehe aus, als hätte ich so eine Topf... Also so eine... Weiß ich auch nicht, was ist das? So eine Arme, so, Alter. Holy shit. Ich muss aber fairerweise sagen, der Banks ist jetzt kein Faker oder so. Der Account ist... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, 14 Jahre alt. Ich habe das mal nachgeguckt. Oder 12 Jahre alt. Oder nee, 12. 12. Ich gucke sicher jetzt aber nach, Leute. Beruhigt euch. 2008. Der Banks-Account, also der Typ, dieser Account... ist 14 Jahre alt. Da habe ich doch nicht mal YouTube gemacht, Alter. Vor 14 Jahren, warte mal. Da habe ich noch nicht mal, da habe ich Abi gemacht. Noch nicht mal, da war ich noch nicht mal am Abi, glaube ich. Da habe ich noch was macht man da für einen Abschluss? Was macht man vom Abi? Realschulabschluss? Da habe ich mal Realschulabschluss gemacht, irgendwie so in dem Dreh muss das gewesen sein. Das ist ja anders wild. Das ist sehr wild, okay. Guti, wir haben noch fast nichts mehr an Cash, das ist hier auch wieder... Das ist alles sehr, sehr teuer, Leute. Die Inflation, ich sag's doch immer wieder. Was ist denn hier noch richtig cool? Tornado Room. Shrek Room. Was passiert im Shrek Room? Oder ist das nur so? Schwarzes Loch, auch krank, ne? Gravity Blender. Ja, okay. Ey, wir können jetzt so richtig coole Sachen ausprobieren. Ich ruf mal Roblox. Mal sehen, wie Roblox aussieht. Ah ja, Roblox sieht so aus. Jetzt kann man sich die ganzen Skins mal bei den Leuten angucken. Was ist noch ein richtig cooler Name? Bibis Beauty Palace. Bibis Beauty Palace. Wie siehst du aus? Das Standard-Skin. Bacon Hair Girl. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Erwin Emeraldo. Wie sieht der aus? Oh, fresh, Alter. Cooler Typ, ey. Oh. Da hilft nur... Mann, der killt alle meine Leute hier. Die Supernova Gun. Was kann die? Okay, das war ja nun wirklich nicht ohne. Wir spawnen nochmal 15 Shreks. Oh, Alter, überleck. Da kommen jetzt die Shreks und wir benutzen die Supernova-Gun und sollten die One-Hit alle wegklatschen. Eigentlich ist ja egal, ich kann doch jetzt schon schießen, oder? Die müssten doch eigentlich alle so gelöscht werden. Und let's go. Hä? Das hat nicht geklappt, Leute. Nochmal neu.
Hä? Warum geht's nicht? Gerade war das voll OP, jetzt klappt's gar nicht, oder was? Weiß ich jetzt nicht. Ach, weil ich despawn, weil ich da auf den Button gedrückt habe vielleicht. Kann es sein, dass ich das damit kaputt gemacht habe. So? Ah. Was passiert jetzt? Das sieht komisch aus. Hä? Vielleicht, weil ich auf den Button gedrückt habe. Leute, müssen es nochmal probieren. Eigentlich kann ich auch in das Loch reinschießen, oder? Das müsste doch eigentlich genauso gut funktionieren. Zack. Ja, schon besser. Aber ich krieg gar kein Geld damit, ne? Das ist sehr enttäuschend. Wir können uns... Trampolin ist auch cool. Oh, warte mal. Trampolin Bouncy ist... Okay, ganz unten. Oh! Hey, das ist ganz unten. Jetzt Maximum. Hey, ist irgendwie aber... Oh, what the hell? Okay, ich wollte sagen, ist ja gar nicht stärker. Aber ja, okay, ist noch ein bisschen stärker. Hey, wo bin ich denn geflogen? Da hinten. Junge, seht ihr das? Ich muss unbedingt die Noobs spawnen. Aber ich ändere mal die Shreks, die laggen mir zu sehr. Ich nehme mal die Standard-Noobs hier wieder. Zack, Abfahrt. Und wir spawnen ein paar. Die müssen jetzt so rumbouncen, Alter. Passt mal auf, da kommt der dicke Haufen. Ja, ich kriege gar kein Geld. Toggle Lasers? Oh Gott, wo kommt denn diese Laser jetzt plötzlich her? Oh Gott, ich habe fast Standbild, ne? Heilige Mutter Mariah, ey. Das laggt bei mir jetzt auch so wie bei euch. Ich weiß nicht, ich mach mal lieber die Noobs weg. Oh. Was passiert, wenn ich in diese Laser springe? Nix. Bin immun, Leute. Kann ich in dieses Rohr jetzt reinspringen? Kann ich da reingehen? Ey, Hide and Seek, Alter. Wo bin ich, Leute? Ey? Wo bin ich? Was können die Treppen? Ah, dann rollen die einfach so die Treppen runter, oder wie? Kick, Noobs. Wie, was heißt kicken? Ah, ich verstehe. Toggle Landmine? Was ist denn? Oh! Okay, wartet. Wir spawnen erstmal alle 15. Die müssten dann... Ah, die fliegen ja aber so schon runter. Das ist ja Quatsch. Ganz schnell. Toggle Landmine? Hä, die machen die doch aber gar nicht an. Hallo? Mach sie doch mal die Landmine an. Clear, Toggle Landmine. So, und jetzt spawnen wir Noobs. Jetzt muss das Ding doch angehen. Abfahrt. Aha! Das war ja absolut lächerlich, diese Explosion. Die hat man ja im Grunde gar nicht gesehen. Mit einem Fernglas musste man da drauf gucken, um das zu sehen. Leute, wir sind komplett broke. Wir haben keinen Cent mehr. Alles haben wir verbraten. Alles ist weg. Wir können uns nicht mal einen guten alten Basie leisten. Alles ist weg. Ich kann die hier einstellen. Wartet. Uff. Jetzt sind sie stopp. Jetzt sind sie ganz schnell. Und jetzt geht die Flamme an. Okay. Warte mal, lass mal die alle drauf landen. Und da machen wir erst an. Wir müssen doch jetzt alle... Ja, perfekt. Mal sehen, ob das der Crusher auch schafft, Leute. Das ist mir komplizierter als eine Bowlingkugel. Und Abfahrt. Oh mein Gott, das ist schon gut brutal, ne? Braucht jemand hier zufällig ein Ohr oder so? Ja, weil guck mal, hat Probleme, ne? Ist festgestuckt. Die Noobs haben es geschafft. Da hilft auch das Feuer nichts, Leute. Ist easy. Werden befreit. Haben sie geschafft. Oh Gott, nein. Da ist ein Unfall passiert, Zuschauer. Das war der Noob Crusher in Roblox. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr auch absolute krasse Noobs seid. Ha! Abonniert den Kanal, würde ich mich freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.